Kleine Info, bevor das Video hier losgeht. Folgender Kurzfilm wurde ausschließlich mit dem Samsung Galaxy S7 Edge aufgenommen und ich will mit dem Video hier gar nicht beweisen, dass die Aufnahmen irgendwie extrem realitätsgetreu sind, sondern eher, dass man auch ohne DSLR ganz coole Aufnahmen erzielen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! I won't stop, now that I'm ahead of you. I won't stop like I didn't see your red and blues. Yeah, I did everything they never said to do. And Mr. I don't give a fuck is who you send your letters to. Yeah, cause that's me. They know that I was driven like I'm in a taxi. I stand behind my bars like my name was Max B. And I never gave a F like I never passed E. And yeah, you know it's feeling like a payday. Yeah, it's going down, I got them saying mayday. Yeah, we taking shots, motherfucker, that's an AK. The blunt, I might hit it first, yeah, that's where the Ray J. Yeah, in this life, well, I'm loving it. Henderson the man, yeah, I'm feeling like the government. They ask me why stop, so I'm asking why not. Till I'm making stacks like I hop, yeah. Das war also mein kleiner Kurzfilm, den ich mit dem S7 aufgenommen habe. Ich denke, es wurde sehr klar, was ich mit dem Video erreichen wollte. Denn in meiner Praktikumswoche bei Felix habe ich ganz einfach gesagt, wenn ich an einer coolen Location bin oder irgendwas Cooles sehe, öffne ich die Kamera-App und filme das Ganze einfach mal im Automatikmodus, ohne mir Aufwand zu machen und habe das Ganze dann auch gemacht. Am iMac habe ich dann gemerkt, dass die Aufnahmen eher mittelmäßig sind und mir nicht ganz so gut gefallen haben und einfach nichts Besonderes sind. Und dann dachte ich mir, okay, aus diesen Aufnahmen musst du ja jetzt irgendwas Cooles rausholen, damit der Kurzfilm irgendwie sehenswert wird. Das Ganze habe ich dann eben auch gemacht und habe angefangen, kreativ zu sein. Und das ist das Allerwichtigste, wenn ihr Filme macht. Oder gerade wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, kauft euch keine teure Kamera für mehrere tausend Euro und investiert in großartiges Equipment. Denn wenn ihr keine Kreativität habt und nicht kreativ seid, dann bringt euch das Ganze überhaupt nichts. Sogar mit einer eher schlechten Kamera, wie jetzt zum Beispiel eben die Kamera von einem Smartphone, kann man im Endeffekt doch einen sehr, sehr guten Film erstellen, wenn man eben das Zeug dazu hat und kreativ ist. Das war eben die Message, die ich euch heute in diesem Video überbringen wollte. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und auch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, dann gebt dem Video jedoch bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.